Rail Hope! Das ist dein Ende. Schön, dich wiederzusehen. Der Marshall hat mich gerade über deine Fortschritte informiert. Du hast eine heiße Spur zu den Söldnern, die mein Schiff gestohlen haben. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Oh, ich habe was. Für dich sind es keine guten Neuigkeiten. Was genau soll das heißen? Willst du mir vielleicht erzählen, warum du die First angeheuert hast? Nein. Und gegen diese Unterstellung verwahre ich mich. Es ist vorbei, Hope. Ich weiß, dass du die First angeheuert hast. Das ist eine unglaubliche Unterstellung, Deputy. Ja, wer weiß, dass du die First angeheuert hast, um Farmen an dich zu nehmen. Der Mistkerl hat die Slate behalten. Ha. Das ist dann wohl seine Rache am Rat der Gouverneure für das, was damals im Krieg geschehen ist. Ich bin beeindruckt, Deputy. Du hast ganz offenkundig eine goldene Zukunft. Was geht hier vor? Worum geht es, Mr. Hope? Nichts, was dich in irgendeiner Weise etwas angeht, Burgess. Lass uns allein. Ich würde aber gerne hören, was der Deputy zu sagen hat. Du hast sicher einen guten Grund für das Ganze. Natürlich, natürlich. Du wirst es verstehen, wenn ich es dir erklären darf. Natürlich. Die Wahrheit ist, dass wir den Anschluss an die Konkurrenz verloren hatten. Wir brauchten Lösungen. Vor ein paar Jahren habe ich begonnen zu diversifizieren. Chemikalien- und Treibstoffforschung. Solche Dinge. Wir haben ein neues Düngemittel entwickelt. Es war ein Reinfall. Hat ganze Felder zerstört. Ich wollte das Projekt schon abschreiben. Da haben wir eine Entdeckung gemacht, die alles verändert hat. Es hat sich gezeigt, dass unser Dünger die Erde umwandelt und ihren Mineraliengehalt verzehnfacht. Also ahnte der Partner zu missbraucht die Erde zu umwandeln. Mining ist teuer, genau wie Rohstoffe. Mein mineralienerzeugender Dünger löst mehrere Probleme auf einmal. Die Farmer liefern kostenlose Arbeitskraft. Und wenn das Land bereit ist, tragen wir die Erde ab und verarbeiten sie. Du hast die First genutzt, um mit Ackerland zu stehen und die Operation geheim zu halten. Du hast Leben zerstört, um Profit zu machen. Pass auf, ich will ehrlich sein. Die Konkurrenz hängt uns ab. Die fleißigen Menschen in dieser Stadt sind von mir abhängig und ich werde sie nicht enttäuschen. Indem ich meine Kosten senke, rette ich ihre Jobs. Unglaublich, was ich da höre. Wie konntest du Unschuldigen und Familien nur etwas so Schreckliches antun? Kein Wort mehr, Burgess. Ich kann dir deinen Job nehmen. Und mehr. Wir besprechen das später. Wie dem auch sei, die Katze ist aus dem Sack. Ich gebe dir mein Wort, dass ich die Operation einstelle und das Land den Eigentümern wiedergebe. Was, den Leuten, die deine Gauner getötet haben? Ja, natürlich. Etwas muss unternommen werden. Ich werde einen Fonds einrichten für die Bestattungskosten und die überlebenden Angehörigen. Wir werden das Richtige tun. Das verspreche ich. Mit der Aktion ist es vorbei. Wie gesagt, ich gebe dir mein Wort. Die Arbeit war sowieso fast beendet. Nachdem das geklärt ist, reden wir über dich. Als Mitglied des Rats der Gouverneure bin ich befugt, dir einen großzügigen Bonus zu gewähren. Und natürlich vereinbaren wir, dass wir
meine kleinen Einsparungsbemühungen vergessen. Willst du mich bestechen? Nein, das verstehst du falsch. Ich biete dir eine Belohnung für einen gut gemachten Job an. Und da der Job erledigt ist, betrachten wir auch die Sache als erledigt. Ich bräuchte natürlich noch die Slate von Major Hull. Du wirst sie stellen und ich werde dem Marshall alles erzählen. Lass uns nichts überstürzen, Deputy. Es gibt noch etwas, was du bedenken solltest. Ich tue alles, um meine Firma und meine Mitarbeiter zu beschützen. Wenn du jemandem davon erzählst, gefährdest du ihre Lebensgrundlage. Willst du wirklich all diese Menschen zu Arbeitslosen machen? Ihre Familien leiden lassen? Versuch nicht, das auf mich abzuwälzen, Hope. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Die Vergangenheit kann man nicht ändern, aber die Zukunft liegt in deinen Händen, Deputy. Wenn du mich einsperrst, zerfällt diese Firma. Und du hast mehr Leben zerstört als ich. Ich sage es ganz deutlich. Ich lasse nicht zu, dass du meinen Ruf, diese Firma oder meine Mitarbeiter gefährdest. Wenn mein Security-Personal dafür einen kleinen Unfall inszenieren muss, dann ist das leider so. Ich bin wichtig. Du bist nichts. Drohst du wirklich ernsthaft damit, einen Freestar-Ranger anzugreifen? Wenn du nicht friedlich mitkommst, muss ich Gewalt anwenden. Du hast gerade ein Mitglied des Rats der Gouverneure bedroht. Ich enthebe dich hiermit des Dienstes und erkläre dich zum Outlaw. Wachen! Schaff dieses Subjekt fort! Scheiße! Fuck. Nummer 1. Nummer 2. Das ist vorbei, Ron. Oh! Bleib hier, Arschloch! Warum? Wer hat das gedrückt? Jetzt. Ich nehme das dann mit, ne? Vielen Dank für die Blume. Alles gut? Er hat versucht, dich zu töten. Ja, ich weiß. Ich verstehe das nicht. Mr. Hope hat immer wie ein wirklich guter Mensch gewirkt. Aber alles, was er über die Farmer und diese Söldner gesagt hat,
Es war furchtbar. Ihm waren die Menschen nicht wichtig, die ihm gegenüber loyal waren. Ihm waren die Menschen wichtig, die ihm gegenüber loyal waren, alle anderen nicht. Der erste Teil ist wahr. Er hat sich immer gut um uns gekümmert, um seine Angestellten. Dann solltest du dich so an ihn erinnern. Ich weiß, was ich gehört und gesehen habe, aber er war ein Freund. Nein, er war eher wie ein Vater. Und jetzt ist er... Du hast ihn getötet. Ich wollte ihn nicht töten. Das sollte niemand hier wollen. Vor allem, wenn jemand so vielen Menschen so viel bedeutet hat. Was passiert jetzt mit uns? Es muss doch einen Stellvertreter geben. Das ist Elana. Elana Nwanko. Sie wirkt recht kompetent. Vielleicht überstehen wir das. Wir müssen wohl einfach eine Lösung finden. Irgendwie weitermachen. Natürlich. Ich meine, es tut mir zwar irgendwo leid, ne, dass die da jetzt arbeitslos wurden oder werden, vielleicht, aber ich kenne ja deswegen nicht die Leute. Ich warte nur auf die Kreditgenehmigung. Ja gut. Ich kenne deswegen ja nicht die Leute. Machen lassen, wie sie wollen. Fremde bedeuten grundsätzlich. Muss ja trotzdem. Er kann ja deswegen nicht sagen, hey, du bist jetzt Chef einer Firma. Ich werde dich nicht verhaften. Das geht ja nicht. Auch wenn dann natürlich für den Einzelnen das natürlich scheiße ist. Aber so funktioniert Gerechtigkeit nicht. Und abheben. Jetzt. Willkommen im Freestyle. Wir scannen kurz auf Schmuggelware, dann. Ja, warte. Ja, ist ja gut. Ja, mach. Mach! Ich bin mal gespannt, was unser Chef jetzt zu sagen wird. Oh Gott, dann war ich wieder im Arsch. Hey, Deputy! Schön, dass du wieder da bist, Deputy. Was war mit der Mech-Fabrik? War sie das Versteck der Söldner?
Ja, aber jetzt ist sie ein Massengrab. Gewöhn dich nicht zu sehr ans Töten. Für einen Ranger ist das nur der letzte Ausweg. Ach so, ja, ja, das habe ich auch gemacht. Hast du herausgefunden, warum die First Farmen übernommen hat? Ron Hope hat die First angeheuert, die Farm zu stehlen. Was? Ron Hope? Das ist eine heftige Unterstellung, Deputy. Erstaunt dich das so sehr? Hope hatte schon immer den Ruf, alles für den Erfolg zu tun. Er ist im verdammten Rat, Emma. Also kann er für sich vorteilhafte Gesetze erlassen. Klar, er kümmert sich um seine Leute, aber meinst du wirklich, den interessieren irgendwelche Farmer auf Montara Luna? Hat Hope seine Motive erklärt? Er erhöhte den Mineraliengehalt im Boden mit einem experimentellen Dünger, der die Ernte ruinierte. Das klingt ziemlich vertraut. Ich habe mal von einer Hope-Tech-Initiative für Farmer gehört. Damals hielt ich das für einen PR-Gag, aber jetzt wirkt es ein bisschen bedrohlicher. Sag mir bitte, dass du Beweise für diese gewaltigen Anschuldigungen hast. Das sind Hopes Anweisungen an Paxton Hall. Na gut, mal sehen, was du hast. Hm. Interessant. Ja, ziemlich belastend. Besonders der letzte Teil über das Zerstören der Slate. Und du hast Hope zur Rede gestellt? Er hat mit seinen Männern eingegriffen und es nicht überlebt. Verdammt. Das wird das gesamte Freestar Collective erschüttern. Wenn man Anführern nicht trauen kann, könnte Anarchie die Folge sein. Hab Vertrauen, Daniel. Wir sind nicht die United Colonies. Ein räudiges Schaf steckt nicht die ganze Herde an. Leicht gesagt. Du bist nicht der Marshall. Noch nicht. Aber du lebst auch nicht ewig, alter Mann. Wo du schon mal hier bist, um eine Sache musst du dich noch kümmern. Emma, wärst du so nett? Mit Vergnügen, Marshall. Als du zu uns kamst, habe ich dir gesagt, dass du beurteilt würdest. Eine Sache bleibt noch. Eine einfache Frage. Bist du bereit, die Marke eines vollwertigen Freestar Rangers zu tragen? Es wäre mir eine Ehre. Gut. Pflicht und Ehre sind die Säulen der Freestar Ranger. Marshall, ich erlaube die Beförderung des Deputies in den Rang des Rangers. Danke, Ranger Wilcox. Als Deputy hast du bemerkenswerten Mut, furchtlose Beharrlichkeit und eine hohe Achtung der Sicherheit unserer Bürger an den Tag gelegt. Mittels der mir vom Rat der Gouverneure verliehenen Befugnis befördere ich dich hiermit in den Rang des Rangers. Hier ist deine Marke. Trage sie mit Stolz. Aber vergiss nicht, für welche Verantwortung sie steht. Ich weiß, große Macht bedeutet große Verantwortung. Ich versuche mich als würdig. Danke für dein Vertrauen. Du hast bewiesen, dass es begründet war. Ein Hoch auf den neuen Ranger. Ja, yeah. Hier geht auf den Marshall. Bevor wir jetzt Mitglieder der Freestar Rangers zu den eigenen Raumschiff der Star Eagle-Klasse. Wir gehen jetzt wieder in die Bürdenfeld. Die Abrechnung, cool. Routinearbeit, was ist das denn? Ah, das. Ja, nice. Ja, wir haben. Das ist aber mittlerweile. Kommen wir gut voran. Gut, was haben wir noch? Sprengzone. Gescheite Kommunikation, genau. Aber die Mist hier. Genau. Die haben wir liefern, genau. Die Ausreißerin. Und natürlich haben wir hier noch viel, ne? Aber es geht ja nicht auch. Na gut. Habe ich ja schon. Also muss ich jetzt nochmal machen? Oh Gott. Ja, okay. Gut. Haben noch einige zu tun. Jetzt, und jetzt werden wir es auch wieder weitermachen. Ne? Ich habe immer gesagt, wir machen wenn nur die Hauptquest, noch die Quest, dann rennen wir fertig mit dem Spiel. Jetzt machen wir natürlich weiter. Weil das Hauptproblem war ja, dass die eine Mission nicht ging. Hallo?
Ja, ich habe kurz gespeichert. Geil. Das Hauptproblem war ja, dass einem... Hä? Oh, was? Mist. Den Laden hier doch, ne? Sieh dich ruhig um. Ich habe bestimmt etwas, was du brauchst. Jeder muss einkaufen. Tja, alles Mögliche. Was genau suchst du denn?